Einen schönen guten Morgen. Ich hatte die Nacht wieder mal Langeweile und habe meine ganze Anlage umgebaut auf das neue System von Gerbo GX. Das Ganze, wie gesagt, ist integriert Bluetooth und WLAN. Ihr braucht ja nicht extra den Stick dazu, der jetzt hier auch noch vorhanden ist. Relativ viel Kabellage hier von der Laderegler. Die Kabel sind relativ lang. Müsste ich mal einkürzen. Hier kommt noch ein dritter Laderegler hin, der auch schon vorhanden ist. Den muss ich, wie gesagt, bloß noch anschließen. Wie gesagt, das ist das Teil. Internetzugang, AC-Steuerung, erfasst halt die ganzen Daten. Hier sind die Kabel schon vorbereitet von der PV. Hier unten liegen die dicken Kabel von der Batterie. So, jetzt zu dem, hier hängt, wie gesagt, der Quattro, 8000 Watt, extra noch eine Ladeleistung von 200 Ampere. Das Ganze läuft auf ESS. So, hier ist das Touch-Display. Ich habe gerade die Grafik noch ein bisschen verändert gehabt, müsste ich wieder umstellen. Dass es ein bisschen übersichtlicher ist, weil der zeigt jetzt gerade keine AC-Lasten an. Das ist noch eine Einstellungssache. Und dann habt ihr, wie gesagt, Touch. Hier kommt ihr ins Menü. Hier habt ihr die ganzen verschiedenen Einstellungen. Geht auch relativ flüssig. Startseite nochmal. So. Menü Einstellungen. Hier habt ihr verschiedene, weil es wie gesagt auch für einen Wohnwagen ist. Treibstofftank, da könnt ihr euch die Tankanzeigen anzeigen lassen. Hier sind gerade meine aktuellen Messwerte. Batterietemperatur könnt ihr auch alles, der ganze sämtliche Sensoren anschließen. Und dann gibt es wie gesagt noch die Benachrichtigungen, Einstellungen. Hier könnt ihr Software, Uhrzeit, Datum alles einstellen. System Setup. Gehen wir auf Allgemeines. Benutzer Installeur. Hier kann man Neustart machen, wenn man Veränderungen gemacht hat. Alarm. Zurück. Firmware. Hier seht ihr die Firmware. Online. Updates. Könnt ihr hier holen, zuletzt geprüft, nur prüfen, nur prüfen. Nach Updates suchen. Keine neue Software verfügbar, also habe ich wie gesagt erst aktualisiert. So, zurück und dann gibt es wieder Datum, Uhrzeit. Ihr könnt da verschiedene Einstellungen machen. Display Sprache. Ihr könnt da die Helligkeit einstellen vom Touch. Zeit, wie lange das Display anbleiben soll. Sprache. VM-Portal. Ja, aber das sind jetzt gerade private Daten, die kann ich euch nicht rausgeben, weil immer Zugang. So, dann gibt es noch. Ihr habt wie gesagt eine USB-Speicher drin, die könnt ihr unter eine Karte reinschieben, könnt irgendwelche Sachen abspeichern. ESS, das ist meins, was bei mir jetzt gerade läuft. Externer Zähler, weil ich einen AC-Sensor dran habe. Einphasig. Status Eigenverbrauch.
Ihr könnt die Ladeleistung begrenzen, 4000 Watt, könnt ihr natürlich auch jederzeit verändern. Weniger, mehr. Je nachdem, wie viel bis ihr für Batterien dran habt und wie viel. Wir lassen es mal auf 4000 bestätigen. Die Feineinstellung ist jetzt hier bei minus 20 soll Netz. Das heißt, er tut immer minimal Strom einspeisen. So haltet ihr euren Stromzähler auf 0. Könnt ihr natürlich auch verändern. Halt, das war falsch. Könnt ihr natürlich verändern, indem ihr hier minus 30. Ihr könnt auch 100 Watt nachts einspeisen. Wenn ihr genug Batterien habt, könnt ihr die Nacht so leer fahren mit dem Scheiß. Also, was ist Scheiß? Das ist schon gute Qualität. Netzeinspeisung könnt ihr einstellen, ja oder nein. Wie viel ihr einspeisen wollt und für was ihr einspeisen wollt. Hier planmäßiges Laden, das könnt ihr auch ab und zu mal machen. Aber eigentlich macht es das System automatisch. Ihr könnt, wie gesagt, verschiedene Einstellungen programmieren. Was aber auf ESS alles vollautomatisch funktioniert. Was gibt es noch Schönes? Wechselrichter begrenzen, Leistung könnt ihr alles einstellen. Was gibt es denn sonst noch? Externer Stromzähler. Energiemessgeräte, PV-Wechselrichter, AC-Sensoren. Hier habt ihr, wie gesagt, Wi-Fi und Bluetooth. Das hat das Gerät alles drin. GPS. Generator. Ihr habt da verschiedene Relais, die ihr programmieren könnt. Oh, verschiedene Geräte, die ihr programmieren könnt. Hier habt ihr Bluetooth. Energiemessgeräte. Das ist mein Messgerät von der AC-Sensor. PV-Wechselrichter. Ist jetzt gerade nicht angeschlossen. Was gibt es sonst noch? ESS, wo wir schon drin, VM-Portal. Ja, hier wie gesagt sind irgendwo meine Geräte angezeigt, die hier angeschlossen sind. Wo stehen denn die jetzt gleich? Bei Einstellungen sind nicht gut, bei Einstellungen drin, allgemeines, Einstellung allgemein. Meine Software, steht das hier mit drin? Geräteliste. Stand das nicht hier oben mit drin? Allgemein. So, hier habt ihr jetzt die Liste, was alles angeschlossen ist. Das könnt ihr jetzt alles einsehen. Der Quattro 24 Volt 8000 steht hier drin. Dann zweimal der Solar Smart 100-50 ist jetzt zweimal drin und kommt, wie gesagt, noch ein drittes Mal dazu. Da können wir ja mal einen anklicken. Nehmen wir mal den hier. Ihr seht jetzt die aktuellen Daten, was er gerade macht. Der macht jetzt gerade knapp 800 Watt. Bei 28 Ampere hat schon insgesamt produziert gesamt 600 Kilowattstunden. Last ein, kein Fehler vorhanden. Täglicher Verlauf könnt ihr mal hier mal gucken. Ihr habt wie gesagt noch verschiedene Anzeigen drin, was er am Tag gemacht hat, gestern und heute. Gestern hat er zum Beispiel 3 kW gemacht. Vor 3 Tagen. Ich glaube auch jetzt gerade die andere Anlage. Ich nehme mal den, den hier oben. Täglicher Verlauf. Gestern 2 kW gemacht. Das sind die Anlagen, die sind in andere Richtung ausgerichtet. Die bringt relativ wenig. Der neue, der jetzt wieder dran kommt, der läuft auf Volllast. Der bringt am Tag bis 10 kW.
Nur mal so als Info. Das Video geht schon 10 Minuten. Ich hoffe, es interessiert euch ja noch. So, ihr habt wie gesagt die ganzen Einstellungsparameter vor 6 Tagen. So, was gibt es noch? Fehlerliste, Grains, Gesamtverlauf. Ihr habt nur noch ein paar Angaben. Wie viel Volt? Ladeschlussspannung. Minimale Batteriespannung, was man am meisten runtergefahren war, keine Fehler hinterlegt. Letzter Betrieb, was steht da drinnen? Ladespannung 30 Volt. Slager, was ist ein Slager? Kannst du nicht verändern. Geräte. Ja, wie gesagt, das ist meine Anlage. Wer jetzt direkt Fragen hat, kann mich gerne anschreiben. Startseite. Wenn ich jetzt, wie gesagt, das jetzt umschalte, wenn ich jetzt über Einstellungen reingehe, Einstellungen, ESS, externer Zähler und gehe jetzt hier auf Wechselrichter, dann ist die Anzeige anders. Gehen wir mal auf Startseite. Jetzt seht ihr zum Beispiel sowas bei mir vorher, also eine Einstellungssache. Ins Netz gehen zu 3000 Watt. AC-Lasten ist im Haus, jetzt gerade die ganzen Verbraucher, sind 600 Watt. PV-Wechselrichter bringt 3,4 kW. Und die Laderegler bringt 1100 Watt oder 1 kW. Batteriezustand ist jetzt bei 85%. Akku nimmt jetzt 500, knapp 600 Watt auf, ist bei 27,3. Ladeschlussspannung ist bei 28,8 beziehungsweise 28,7. Das wird auch wieder umgestellt, weil hier auch noch ein Fehler drin ist im System. Einstellungen, ESS. Hier gehen wir wieder auf externer Zähler, das ist der AC-Sensor, der drin ist. Startseite zeigt wie gesagt die AC-Lasten zwar nicht an, aber so läuft das. Nehmt der Akkus wie gesagt wieder 1800 Watt auf. Hier ist noch Einstellungsfehler drin, wo Victron auch nicht Bescheid weiß. Das muss ich noch abklären. Ja, wie gesagt, danke fürs Anschauen. Wer Fragen hat, kann mir gerne schreiben. Wie gesagt, hier kommt noch ein Laderegler dran. Gerade in der Winterzeit wird die Anlage benötigt. Danke fürs Anschauen. Auf Wiedersehen.